Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Dave's the Diver. Es ist ein wunderschöner Abend. Wir stehen noch auf unserem Boot und wir sind endlich nicht mehr im Minus. Und was ist der Plan des Tages? Der Plan des Tages ist Sushi machen. Yeah. Das Arbeiten in der Sushi-Bar am Abend entspannt mich immer ein bisschen. Ne? Das harte Tauchen tagsüber. Ich meine, ich bin den ganzen Tag im Wasser. Ja. So. Dann schauen wir uns mal hier neue Ingredients an. Seafood Plant Seasoning. Ich meine, sowas steht hier irgendwie, dass das schlecht wird oder so? Nee, ne? Okay, nee, noch nicht open. Wir wollen mal eben gucken. Hiervon. Oh, guck mal, das können wir noch ein bisschen erweitern. Jo! Voll geil. Ich mag das. So, das auch. Wir erweitern. Wir wollen der kulinarische Obermeister werden. Das wird auch nochmal erweitert. Nein. Erstmal erweitern. Wir pumpen unsere Zutaten erstmal so rein. Damit wir, wenn wir sie sammeln... Klar, jetzt können wir nicht so viele davon verkaufen. Aber wir können, falls wir dann welche sammeln, sind wir schon mal stärker aufgestellt. So, das Ding packen wir auf die Karte. Autosupply. Was heißt Autosupply nochmal? Nee, wir sammeln das Zeug selbst. Hiervon können wir ordentlich was herstellen. Aber davon reichen eigentlich, sag ich mal, 4 Stück, oder? Also so viele Gäste, ich weiß nicht, ob so viele Gäste kommen überhaupt. Die können wir alle 3 reinhauen. Hier, die können wir auch alle reinhauen. Ah, dafür müssen wir Bronze sein. Okay, dann würde ich sagen... Open. Aber so richtig ordentlich sieht es hier noch nicht aus, ne? Der hat die 100 Gold genommen. Aber ihr seht es ja da unten, da kommt noch Research, Stuff, Interieur und so. Also, kann ich Tee anbieten? Wem kann ich Tee anbieten? Na, das Zeug läuft gut hier. Du kannst... Du willst Tee? Du kriegst Tee. So. Ja, ich beeil mich. Wir haben nicht so viel Sauerstoff am Start. Oh. Der wird schon mal mehr bezahlen da hinten. Alles klar, läuft. So, der halbe Abend ist schon rum. Das, was ich auf die Karte packe, auch dann automatisch weg? Weiß keiner so genau, ne? Naja, wir werden... Ja, hier sieht es noch ein bisschen blöd aus, ich weiß. Aber das wird sich noch ändern. Na komm, bevor wir schließen... Ja, wir werden bestimmt irgendwann noch länger öffnen können. Ich glaube, das wird noch stressiger, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Seagull, die vertickt sich gut, ne? Und der Bancho, der andere Dings da auch. Der gelbe. Okay, was geht hier ab? Hallo? Bist du Dave? Ja, was gibt's? Okay, ich habe immer recht dabei. Dr. Bacon. Ich bin Dr. Bacon. Archäologe, okay. Er studiert die Zivilisation, was? Okay, ein Experte wie ich, ach so, okay. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt überfischen, ne?
Ach nee, da die Meerjungmenschen lebten damals. Okay. Sie lebten in den tiefsten Tiefen. Deswegen ist niemand da hingekommen. Aber dann stürzte die Zivilisation. Okay, das ist alles. Okay. Also wir müssen ihm wahrscheinlich jetzt beweisen, ne? Dass sie noch leben. Okay, was macht dich so sicher, dass sie echt waren oder sind? Naja, mein Assistent hat was analysiert, ein Artefakt. Es wurde hier in der Nähe gefunden. Naja, und es soll 1500 Jahre alt sein. Okay, das ist interessant. Was hat das denn mit mir zu tun? Naja, was? My Assistant's Cryptocurrency Investments? Okay, also, ja. Meine Krypto-Investitionen haben es nicht so gebracht und deswegen musst du mir jetzt helfen. Okay. In 70 Meter ungefähr, findet sich das Relikt. Okay, aber wir sind mit der Sushi-Bar zu beschäftigt. Ich weiß nicht, ob wir... Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss. Ich bin Cobra und ich arbeite mit Dave und natürlich können wir dir helfen. Okay, die nutzen ihn ganz schön auf. Denk darüber nach. Eine Unterwasserzivilisation wird entdeckt und dann kommen haufenweise Menschen hier hin. Und dann explodiert Bancho Sushi und okay. Alles klar, ich helfe ihnen. Okay, ach, ist das nicht ein Glück? Naja, natürlich müssen sie nicht umsonst arbeiten. Ich werde den Taucheranzug upgraden, für umsonst. Okay, mit dem erweiterten Taucheranzug solltest du dein Abenteuer, also solltest du halt tiefer tauchen können und so. Okay, naja, alles kann dieses über App gemacht werden und technischer Fortschritt ist echt faszinierend, oder? Okay, die iDiver-App. Achso, okay, dann, okay. Dann zeige ich dir mal, wie man iDiver benutzt. So. Hier können wir dann auf 80 Meter Tiefe tauchen. Kostet nichts. Okay, jetzt kannst du ein bisschen tiefer tauchen und so. Und wenn du genug Geld hast, dann kannst du dein Equipment und sowas... Naja. Aber tauche nie zu tief ins Wasser. Okay. Dann Chapter 1. Traces, Spuren der Unterwassermenschen. Das ist das Einzige, was ich finden muss jetzt, das Artefakt. Aber ich kann nur so ein bisschen Kram tauchen, oder? Mit der Gun kann ich natürlich jetzt dann... Das ist wahrscheinlich für etwas dickere Fische, oder? Hier, das blaue Zeug lief eigentlich auch nicht schlecht, ne? Na. Jetzt war ich wieder verwirrt. Ja, wir tauchen erstmal ein bisschen tiefer. Ich würde gerne nach unten schießen können mit meiner... Ey! Ammo-Box. War ja aber nicht. Ey! Oh, Alter, guck mal, lila eine Waffenkiste. So, haben wir 1,5 von 9 Kilo. Alter. Und dann haut er ab. Macht er hier erst einen auf Aggro und dann... Ey, Dude. Ich schwöre, ich knall dich ab. Oh oh. Oh oh oh. Der sieht ein bisschen aggro aus hier. Kilo erstmal schön was mitgenommen hier. Was haben wir hier drin? Sauerstoff.
So, die sind aber nicht aggressiv, oder? Der hat mich eingetintet. Ein Unterwasserscooter. Bisschen Glas gefunden. Wir müssen auch irgendwie jetzt dieses Artefakt noch finden. Oh, das wiegt zu viel. Es wiegt zu viel. Warte mal, kann ich hier, kann ich wechseln? Ach so, da kriege ich... Oh, da ist es. Okay, Dave, ich glaube, das ist es. Komm zurück zum Boot. Oh, oh. Was ist jetzt los? Wow, Kraken! Alter, der schaut mich an. Aber wenn der in der Größe auf 70 Meter schwimmt, also dann können ihn ja viel mehr Leute sehen. Was war das denn jetzt? Okay. Ich muss zurück zum Boot. 72 Meter. Mit 10 Kilo dauert es natürlich jetzt ein bisschen. Wir sind etwas dick beladen. Aber das macht nichts. Dave the Diver, ey. Das ist ein geiles Game. Das ist echt nicht schlecht. Ja, running out of air, ich weiß. Ab nach oben. Puh, ey. Okay, du hast es sicher zurückgebracht. Es sieht in einem sehr guten Zustand aus. Naja, okay. Sehr interessant. Es könnte der Fund des Jahrhunderts sein. Naja, okay. Dann mehr Geheimnisse der Sea People. Oh, nein, sag nichts mehr. Okay. Ja, tu unser Restaurant auf die Liste der Affiliates. Ja, ja, okay. Ich habe ein gutes Gefühl. I'll be in touch. Mir macht's gut, Leute. 300 Gold, Olivenöl. Was ist das, Ingwer? Okay, was? Okay. Ah, die Reparaturarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt kann ich nur einmal tauchen? Wow, jetzt sieht's echt wieder gut aus. Naja, es ist egal, wie lecker das Essen ist, aber das Restaurant kann halt nicht kacke aussehen. Wenn du das Interieur ändern willst, okay, dann check mal das Interieur-Content-Tablet-Dings aus. Ah, oh, cool. Dr. Bacon, also wie Dr. Bacon gesagt hat, wenn hier See unter Wassermenschen gefunden werden, dann, ne? Geht's hier richtig zur Sache? Ja, ohne Publicity ist es nicht so leicht, Leute anzulocken. Hast du die Social Media App namens Cookstar versucht? Du meinst diese Social Media App, die junge Leute benutzen, um Fotos von ihrem Essen zu posten? Ja, okay. Ich kann das immer noch nicht verstehen, warum Menschen ihre Zeit damit verschwenden. Ja, Sushi geht ans Herz, nicht aufs Handy, aber ne? Okay. Also, machen wir uns einen Account und dann machen wir Hashtag Bancho Sushi. Das ist nicht so kompliziert, wie ich dachte. Okay. Jetzt werden dir Customer folgen. Cookstar App. Raise your ratings in Cookstar und dann kommen neue Customers. Okay, warte, wir schauen mal ganz kurz im Interieurladen nach.
Das ist das, was ich jetzt habe. Das hätte ich auch. Das kostet 65. Stühle. Achso, da kann ich es mir dann abends noch angucken. Ah, cool. Ja, ja, okay. Das machen wir später. So, jetzt adden wir erstmal das Menü. Okay, so viel können wir gar nicht. Wir packen davon auf jeden Fall 4 Stück. Ah, packen wir davon noch. Diesmal habe ich gar keine Goldies und so gefangen. Warum kann ich das Restaurant noch nicht eröffnen? Achso, ich könnte nochmal tauchen gehen. Katze macht Miau. Ich kann nochmal tauchen gehen. Dann hätte ich das Menü noch gar nicht vorbereiten müssen. Schauen wir mal später, was wir noch zusammenkriegen. Wir machen jetzt noch einen Dive-Gang. Ich würde sagen, wir tauchen erstmal nach dem Standardkram so ein bisschen. Alter, ein Delfin, was geht ab? Warum macht der Walgeräusche? Obwohl, sieht schon aus wie ein ziemlich großer Delfin. Ein Delfin? Okay, er sagt, ich soll ihm folgen. Okay. Nein, notfalls haben wir was auf der Sushi-Karte. Ah. Hallo, oh, warte mal. Warte, Delfin. Hier gibt's Upgrades. Oder Blaupausen. Okay, da ist ein Delfin im Netz gefangen. Nice. Kriegen wir jetzt eine goldene Muschel? Yeah. Alter, der hat irgendwie ein leuchtendes Zauberei gelegt, der Delfin. Delfineier. Okay, er hat ein Geschenk hinterlassen. Dann nehmen wir es doch mal mit. Eine Perle. Na. Ich muss dringend mein Equipment verbessern. Wir gehen erstmal wieder nach oben und holen uns normalen Fisch für heute Abend. Ein paar Goldies vielleicht. Kann ich mit der Waffe... Ich check das mal ganz kurz was aus. Kann ich mit der Waffe... Okay, dann kann man die einsammeln, verstehe. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Was ist das hier für ein Leuchtfisch? Oh nein! Ich dachte... Ah.
Wir brauchen Fische, es tut mir leid. Also. Oh, ich will den Leuten ein geiles Menü servieren. Ich muss hier mit der Maus einfach näher dran, um leichter zu zielen. Hier, Leute, ihr verkauft euch ganz gut. So läuft das. Okay, jetzt der Sauerstoff auch gleich alle. Na komm, wir haben ein bisschen Fisch gefangen. Wir haben den Delfin gerettet. Luft ist nämlich jetzt auch gleich alle. Oh, der Triple Axel. Der ist bald soweit. Kram gesammelt. Das kommt in den Fischtank. Nice, okay. Alles klar. Return to Bancho Sushi. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal reingehauen. Und ciao, mit auch.